Wirklich, es ist letztens noch drüber geredet gehabt. Bei Witcher. Bei Witcher 3 habe ich drüber geredet gehabt. Ja. Und wir spielen jetzt mal ein neues Spiel. Mal gucken, wie wir ablösen. Erstmal friert die Cam um ein, das ist einfach göttlich. Warum wir Gothic 3 spielen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es selber nicht. Ich finde das Spiel einfach... Warum ist diese Cam... Gothic 3. Ja, natürlich. Auf jeden Fall, weil es mir früher sehr viel Spaß gemacht hat als kleines Kind, als ich es gespielt habe. Ich habe Nächte, Tage und alles Mögliche daran verbracht, Gothic 3 zu spielen. Musik ist gar nicht laut. Gut eingefroren, gut. Mal gucken, ob wir es hinkriegen, es zu spielen. Das da ist Wasser. Ja. Jewel Production. Piranha Bytes Game. Gothic 3. Ja. 3. Warum wir mit dem dritten Teil anfangen? Ein ganz klarer Fall von... Gothic 1 startet nicht. Also es startet schon, aber wenn ich Aufnahme beginnen drücke, dann stürzt es ab. Na, guck mal da, ich krieg meine Hand. Oh. Ja, da gehen wir jetzt hin. Machen Radau. Geilste ist, ich rede da jetzt einfach mal rein, weil ich ein Arschloch bin. Es werden so viele angezeigt, ne, an Orks oder an Orks, an Orks. Und gleich in der Stadt sind das so wenige. Jetzt wird aufgeräumt, denken sie sich. Ja, ja, Herr Thorsten Kalker ist auch dabei. Auf jeden Fall wäre das ein... Ob es ein richtiges Let's Play wird, weiß ich gar nicht. Ich spiele es so lange, bis ich Lust, habe. Also ein Part. Und dann werde ich mal gucken. Auf jeden Fall ist das Spiel sehr verbuggt. Das ist das Problem. Ob es immer noch so verbuggt ist, das weiß ich nicht. Ich habe das letztens nur gespielt, um Scheiße reinzumachen. Habe ich dann auch einen Flag, ich glaube 70 Trolle oder so spawnen lassen. Kam gut für mein PC. Was komisch ist, weil auf meinem alten PC, also mein alter erster PC, wo ich das Spiel gespielt habe, hat das ausgehalten. Da habe ich 70.000 Trolle oder so spawnen lassen in der Wüste und habe die alle niedergemetzelt und der PC hat es ausgehalten. Also von daher... Weiß ich nicht, ich habe jetzt hier gerade nur einen guten neuen PC stehen, weil, ja, und dann stürzt es bei schon 7, 8 Trolle ab. Ich werde dich zertreten wie einen... Da,
Ich will keine Tipps. Nein. Aua. Mach die kaputt. Mach die auch kaputt. Das ist noch richtiges. Richtiges Kämpfen. Aua! Da müssen jetzt hier überleben. Als ich das Spiel wieder neu angefangen habe zu spielen, bin ich gleich eher am Anfang hingefallen, weil ein Lego lag. Und ja, genau da, wo ich jetzt hingehe, da bin ich gestorben. Man sieht auch warum, weil hier auch mal vier Leute sind. Also vier Speer auch. Und ich bin nicht so der Freund davon abzublocken. So wie er hier gerade, unser Commander Krieger hier. Oh, er hat Kommandokrieger gesagt. Ich wurde gehauen. Komm. Wir werden die auch gleich alle looten. Aber erstmal machen wir hier rein Tisch. Ich bin schon ein Level abgekriegt, das ist ziemlich schnell. So, finde ich. Das war's mit dir. Ja, dann laufen wir zum nächsten. Ja. Und der ist auch hinne. Jetzt hier den Speer. Und hier. Boss. Jetzt bist du dran. Ich komme nicht weg. Bleib stehen. Na warte, Bürschchen! Ich bin abgewehrt. Es war ein Fehler, dich mit mir anzulegen. Jetzt müssen wir ihn wieder rausfinden. Okay, so. Wie lootet man? Ah, mit Maustaste. Okay. Hier liegt nämlich noch ein Bolzen, den nehmen wir auch mit. Wir nehmen natürlich alles mit. Ah, das ist ein Rollenspiel, ist klar. Nehmen wir den Pfeil noch mit. Hier das Schwert, ja. Hier, der hat eine Armbrust. Die nehmen wir auch gleich mit. Dann haben wir nämlich auch noch eine Armbrust. Moin wurden so, ja so. Ja. Leider einen gefallen. Das wird wieder ein Spaß sein. Also. Ich habe richtig Lust darauf, das Spiel zu spielen. Und ja, es ist so eine Grafik. Oh, könnt ihr denn nicht ein HD-Patch besorgen? Nein, kann ich nicht. Was ist denn das, wenn ich mir für jedes... wir haben dir viel zu verdanken. Spiel mir ein HD-Patch hole, was alt ist, dann ist so diese Atmosphäre nicht mehr da, die... Maus? Okay. Die mal da war. Also die man selber miterlebt hat. Und ich finde immer noch alte Retro-Games, also Retro, ja, eigentlich kann man das ja schon als Retro bezeichnen. Viel besser als dieses neue mit, oh, hier 4K und, oh, denkst du so, ja, über Grafik rummeckern, aber na, heimlich Minecraft spielen, ne? Also, ja, der sappt uns da gleich an da vorne, der, ne? Ja? Was hast du getan? Die Orks hätten uns am Leben gelassen. Jetzt wird Xardas uns noch mehr von ihnen auf den Hals setzen. Du musst nach Redok gehen. Mach ich. Nachdem ich deinen ganzen Tisch leer gelootet habe. Und natürlich die ganzen Häuser und so. Die werde ich natürlich auch noch alle looten. Ich werde hier natürlich niemanden reden. Das ist hier jetzt kein blindes Let's Play, sondern ich weiß, was ich tue manchmal. Ich habe zwar nicht immer alles richtig gemacht. Ach so. Was ist das hier? Durfte ich bestimmt nicht, oder? Wer will mir das verbieten, hä? Ich habe ein Schwert.
Kann man hier schleichen? So. Na, er sieht mich dadurch. Auf jeden Fall werde ich sehr viel Spaß dran haben. Hier die ganzen Orks. Kommt die mal weg. Nein. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Ist da jemand draußen? Aber die gucken ja auch noch alle an. Ah, mit Leertaste kann man auch. Hallo? Meins. Na, willst du was dagegen sagen? Er geht weg. Auch alles meins. Ich will das Leben gerettet, ja? Ich müsste mich ja irgendwie bezahlen. Eine Schatulle. Nehmen wir auch gleich mit. Oh, hier war ich letztens gar nicht drin. Verstehe ich gar nicht, warum. Du kannst hier nämlich alles mitnehmen, was du willst. Und wenn du was Stärkeres findest, ist natürlich noch cooler. Ein Schwert. Boah, hier. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich Überladung in diesem Spiel? Ich glaube nicht, ne? Das war noch eins der Spiele, wo du auch wirklich looten konntest. Nein, nein. Steck das Ding weg. Cool, guckt euch mal an. Haben wir gleich in der ersten Aufnahmesession gleich mal ein gutes Lootchen gekriegt. Warum ich jetzt alles loote?